Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und heute ist der 2. Dezember. Das wird nicht das Sendedatum dieses heutigen Videos sein, aber mein heutiger Gast, Frau Professor Dr. König, wird Ihnen Rede und Antwort stehen auf die vielen Fragen, die mir in der Sprechstunde und auch über die E-Mails immer wieder gestellt werden, in Bezug auf die Impfstoffe, die da kommen, aber auch in Bezug auf das große Thema der Impfpflicht, die ja nun, wenn denn überhaupt, wissenschaftlich begründet sein sollte. Und da haben wir einige Taten wieder mal für Sie zusammengetragen und haben auch über die Grenze geschaut nach Österreich, wo sich etwas geändert hat. Und all das erzählen wir Ihnen in den folgenden Minuten. Bleiben Sie dran, bis gleich. Frau Professor Dr. König, herzlich willkommen in unserem Talk. Vielen Dank, dass Sie wieder Zeit haben, sich für unsere Zuhörer Zeit zu nehmen und auch zu recherchieren. Herr Dr. Bichert. Hallo, fangen wir doch gleich mal an. Also eine der wesentlichen Fragen, die mir immer wieder gestellt werden in der Sprechstunde, kommt eigentlich von Patienten, die sehr gut informiert sind, die wirklich sehr, sehr viel lesen, die wirklich auch Literaturrecherchen machen, die auch bezogen auf die Newsletter die Quellenangaben nachverfolgen, die auch auf Videos anderer Ärzte unterwegs sind und dennoch, obwohl wir schon einiges in unseren Videos auch erklärt haben, Fragen haben. Und die wesentlichen Fragen beziehen sich dabei auf das Thema: Wie funktioniert die Immunität und was machen die Impfstoffe, die wir zurzeit haben und die sozusagen noch in der Pipeline sind, in Bezug auf dieses Immunsystem? Hier bei SARS-CoV-2 haben wir es mit einem Virus zu tun, der Atemwege, also was über die Luft kommt, in unsere Lunge hinein und uns darüber infiziert, also über diese Außenflächen. Und dann haben wir natürlich eine Immunität bzw. haben Verteidigungslinien. Das können Sie sicherlich wieder ganz bildlich darstellen. Aber wenn sozusagen Luft kommt und da ist das Virus drin, haben wir Zilien, das heißt unser Epithel in unserer Luftröhre, in oberen Atemwege, die versucht, das alles wegzufiltern, also wegzukriegen. Sozusagen, dass es da überhaupt nicht rein kann. Das muss bestimmt befeuchtet sein. Dann haben unsere Epithelien, also unsere Oberflächen, sind in der Lage, durchaus Stoffe zu produzieren, die auch verhindern, vor allen Dingen Bakterien, dass die anhaften, auch bei Viren und so etwas. Gut, das ist sozusagen eine äußere Verteidigungslinie. Da geht es um das sekretorische Immunglobulin A oder da geht es um bestimmte Muzine oder worüber reden wir da? Das war jetzt erst die Muzine, das SIGA kommt noch, das ist auch eine weitere Möglichkeit. Sagen wir, das andere war vielleicht der Wassergraben, die SIGA sind vielleicht die Krokodile im Wassergraben oder die Piranhas, ja. So, wenn also aber ein Virus das jetzt doch überwinden kann, dann ist es also am Epithel oder versucht die Mauer zu durchbrechen oder über die Mauer zu kommen. Sagen wir, wir haben ein Grundstück richtig eingemauert. Wie gesagt, der Wassergraben davor mit den Piranhas ist überwunden worden. Jetzt haben wir einen Eindringling, der über einen Rezeptor reingeht, also vielleicht über eine, er kann jetzt über ein Seil gehen. Beim SARS-CoV-2 ist es halt der ACE2, also ein bestimmtes Molekül. So, jetzt ist diese Zelle infiziert oder beziehungsweise das Virus geht erstmal rein und sie sendet Signale aus. Das heißt, sie sagt durchaus der Umwelt, hier, der Umgebung, hier stimmt etwas nicht. Das sind Zytokine. So, und diese Zytokine und diese Botenstoffe, sagen wir mal, die aktivieren bestimmte Zellen, die dort sind. Das können Sie sagen, Wachpersonal, ganz bestimmte, das sind die dendritischen Zellen und Makrophagen. So, die sehen, erkennen das und verarbeiten auch dieses fremde Molekül, diese fremden Viren und aktivieren dann wieder T-Zellen. Das ist jetzt unsere zelluläre Antwort, unsere zelluläre Verteidigung. So, und dann wird also sozusagen einer Wachmannschaft gesagt, hier ist der Feind. Und dann wird diese Wachmannschaft 1000-millionenfach vergrößert. Ja, also sie vermehren sich. Das ist unsere die Proliferation. Das ist sozusagen die T-Zellen vermehren sich. So, dann haben wir eine riesige Armee, also eine Verteidigungslinie. Wie lange dauert ungefähr diese Mobilisierung dieser Armee? So 3-4 Tage dauert sie schon.
Ja. Und wenn wir sie dann haben, dann wird natürlich gut. Das überlebt der Feind normalerweise nicht. Ja? Wenn nicht, dann wird nochmal nachgelegt, ne, und nochmal gemacht. Das hängt jetzt ab, wie gut man, wie gesagt, das Immunsystem ist oder auch wie stark der Feind ist. Und wenn wir das besiegt haben, dann zieht sich die Armee wieder zurück. Sie wird zurückgezogen. In diesem Fall der Zellen, die werden wieder ja, vernichtet. Ja? Aber es bleiben ein paar über. Das sind die Memory-Zellen oder Gedächtniszellen, die erkennen, also die haben immer das Gedächtnis, die wissen ganz genau, wie der Feind aussieht. Ja? Wenn er irgendwann wieder um die Ecke kommt, erkennen sie sofort und können wieder eine ganze Armee aufstellen. Und das sind welche, die sich im Bereich der Gedächtnis-Antikörper genauso wie im Bereich der Gedächtnis-T-Zellen abspeichern? Ja, jetzt hatte ich ja die T-Zellen mehr und habe jetzt erstmal die Antikörper weggelassen. Das heißt also, das sind die T-Zellen. Mhm. Genau, die speichern sich ab bei den T-Zellen. Und sie sind erstmal auch im Blut verfügbar, durchaus. Ja, sie zirkulieren im Blut. Aber wenn jetzt das Virus nicht mehr ständig da ist, präsent ist, dann verlassen sie natürlich auch durchaus die Blutbahn und sind dann halt dort, wo sie hingehören, also beim Atemwegstrakt in bestimmten Regionen, wo sie sich zurückziehen. Das heißt also, sie können sein, dass wir sie im Blut dann irgendwann nach Jahren nicht mehr so richtig nachweisen können, ja, dass sie unter einen bestimmten Level fallen. So, diese sehr wichtige Verteidigungslinie spielt besonders bei Coronaviren eine Rolle. Bei anderen Viren mag das etwas anders sein, aber wir sind jetzt bei Corona, bei SARS-CoV-2. So. Wenn jetzt durch irgendeinen Grund diese T-Zellen das aber nicht schaffen, ja, die werden übertölpelt oder sie können nicht die Armee richtig aufstellen, was auch immer, dann schafft es ja das Virus, in unsere Blutbahn zu kommen, überall und zu überschwemmen und geht dort dann in neue Zellen rein. So, und jetzt spielt natürlich sehr wichtig eine Rolle die Antikörper. Ja, die versuchen dann wirklich, diesen Eindringen in diese Zellen zu verhindern. Ja, also idealerweise neutralisierende Antikörper. Das heißt, also dann kommen eigentlich die Antikörper, die eine wichtige Rolle spielen. Und die Antikörper werden also auch von bestimmten Zelltypen, natürlich auch Zellen, produziert. Auch da gibt es Gedächtniszellen. Und diese halten sich aber mehr im Knochenmark auf. Das hat man auch mal sehr schön zeigen können. Ja, also sie verschwinden aus dem Blut, aber sind im Knochenmark und können dann jederzeit wieder die Antikörper produzieren. Ja. Das heißt also, wie in unseren früheren Videos auch, das Immunsystem macht nur das, was es muss. Es ist also sehr ökonomisch oder auch faul, wie auch immer wir es, aber auch hochintelligent unterwegs. Ja. Und ist also sozusagen, wenn wir nichts finden, heißt es nicht, dass da nichts ist. Aber es gibt also offensichtlich nur bestimmte Zeiträume, in denen wir das erfassen können. Und dann sagt es etwas über das Zeitfenster aus, wann zuletzt vielleicht etwas im Kontakt mit diesem Feind, mit diesem Virus, und zwar mit SARS-CoV-2 gewesen ist. Aber es kann eben vom Individuum abhängig bei dem einen schon nach kurzer Zeit negativ sein, also meinetwegen vor 3-4 Monaten positive Antikörper und jetzt bei einer guten T-Zell-Antwort gar keine Antikörper mehr. Ist das denkbar? Ja, natürlich. Das ist wirklich so, das ist sehr, sehr individuell. Deswegen, wenn ich sie nachweisen kann, weiß ich, da hat eine Auseinandersetzung stattgefunden. Wenn ich sie aber nicht nachweisen kann, dann brauche ich vielleicht auch noch andere Parameter, um zu sehen, sind sie einfach jetzt nur verschwunden, also wenn ich keine Vorwerte habe, ja. Wenn ich einfach nur einen Wert habe, der negativ ist, kann es immer sein, dass man positiv war, aber jetzt sagen es einfach die Zellen woanders sind. Das ist, wie gesagt, wirklich individuell verschieden. Und die Antikörper, klar, wenn man die nicht braucht, warum soll der Körper sie ganz einfach machen? Ne? Oder die Stärke der T-Zell-Antwort ist so. Man hat sehr schöne Untersuchungen gemacht bei Infizierten natürlich, also mit der Infektion mit SARS-CoV-2 und Personen, die jetzt glimpflich davon gekommen sind, aber vielleicht durchaus im Krankenhaus waren und welche, die wirklich auf den Intensivstationen waren. Und die auf den Intensivstationen waren, also wirklich kritisch krank waren, die hatten eine enorme T-Zell-Antwort. Ja, ich meine, der Körper versucht einfach noch zu kämpfen, es hochzuproduzieren. Also er muss etwas tun. Und diejenigen, die nur leicht erkrankt waren, die hatten zwar T-Zellen nachweisbar, aber in erheblich geringeren Konzentrationen. Ich meine, wie gesagt, warum sollte der Körper mehr machen? Mhm. Das Gleiche sieht man eigentlich auch bei den Antikörpern. Personen, die stark erkranken, haben eine sehr starke Antikörperantwort, die vielleicht fast sogar asymptomatisch es gar nicht merken, vielleicht zufällig durch einen PCR-Test aufgefallen sind, die haben manchmal überhaupt keine Antikörper.
Ja, genau. Das heißt also, wenn jemand lange kämpfen muss, wenn also sozusagen die Verteidigungslinie durchbrochen wird und das Virus in die tieferen Zellen kommt und sich dort relativ lange ungehindert vermehren kann, weil die T-Zellimmunität noch in der Alarmierungsphase ist, dann haben wir eine höhere Stärke der feindlichen Truppen und müssen also deutlich mehr auch eigene Truppen mobilisieren, also mehr T-Zellen. Und wenn diese Viren von Zelle zu Zelle huschen, müssen wir deutlich mehr Antikörper haben, um den Stellungswechsel dieser Viren von Zelle zu Zelle zu unterbinden. Und das führt natürlich, je mehr Soldaten da in dieses Feld hineingeführt werden, um zu einem größeren Gemetzel, also zu deutlich mehr Kollateralschäden im Kampfgebiet. Und das ist in diesem Fall unser Körper und führt, wenn ein bestimmtes Maß an Aggressivität überschritten ist, dazu, dass wir das nicht mehr aus eigener Kraft hinkriegen und sozusagen der Krankenhaushilfe bedürfen. Das ist richtig. Ein Stichwort für diejenigen, die interessiert sind, ist der Zytokin-Storm, also Zytokin-Storm. Also sozusagen diese überschießende Reaktion, weil der Körper einfach versucht, noch etwas zu retten und dann sich selbst natürlich auch schadet. Gut, also jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, wie das Immunsystem funktioniert und jetzt soll ja die Impfung uns irgendwie dabei helfen. Was macht jetzt welcher Impfstoff von dem, was so da ist oder in der Pipeline ist? Ja, genau. Der Impfstoff soll ja helfen, dass wir irgendwie parat haben, dass unsere Abwehrkräfte schon vormobilisiert sind, sozusagen, dass wenn das Virus kommt, wir schon Armeen da haben oder was auch immer, jedenfalls Hilfe. Und wie gesagt, da muss man natürlich die Pathophysiologie wissen, wie reagiert so ein Virus, was macht der eigentlich oder an welchem Punkt greife ich denn ein oder welche Zelltypen will ich denn aktivieren? Will ich mehr auf eine T-Zell-Antwort gehen oder will ich mehr auf die Antikörper-Antwort gehen? Wenn ich also zum Beispiel Tetanus, ist ein klassisches Beispiel. Das ist also ein Bakterium, das zieht im Tetani, das macht ein Toxin. Und wenn das Toxin in unseren vorgefertigten, in unseren Körper kommt, dann reagiert es sehr schnell und ja, hat verheerende Auswirkungen. Da haben wir natürlich nicht mehr Zeit, 3 oder 4 Tage, bis die T-Zellen aktiviert sind. Da ist wirklich das Ziel eines Impfstoffes, so viele Antikörper zu produzieren, die immer da sind, stetig da sind. Das heißt, wenn das Toxin reinkommt, sie sofort neutralisiert werden. Ja, das ist ein ganz klarer Fall. So, beim SARS-CoV-2 muss man sich jetzt überlegen, was will ich eigentlich? Das muss man sich bei jedem Virus überlegen. Die Überlegung des Impfstoffes, des mRNA-Impfstoffes, aber auch des Vektorimpfstoffes war, zu sagen, gut, man hat erstmal gebilligt, dass das Virus erstmal in den Körper richtig eindringt, ja, alle Barrieren macht, aber letztendlich dann im Körper ist und dann in die Zellengewebe reingehen muss, also die den Rezeptor haben. Und da haben wir versucht, gut, okay, wenn ich das inhibiere, also neutralisierende Antikörper schaffe, dann kann er ja nicht mehr so viel anstellen, ja, kommt zwar rein in den Körper, aber dann rettet er vor einem schweren Verlauf. Das ist ja das, was man jetzt auch nicht auch sieht. Das heißt also, es werden nur diese neutralisierenden Antikörper produziert. Also die verhindern, dass das Virus in die Zellen reingeht, die diese Zielstruktur haben, wo das Virus andockt. Alles andere wird nicht beachtet. So, jetzt kann man sagen, gut, für einen schweren Verlauf ist das sehr sinnvoll, ist nachvollziehbar, dass man das macht. Allerdings ist ein Impfstoff, der vielleicht die natürliche Route mehr nachbildet und eine breitere Immunantwort macht, vielleicht auch von Vorteil. Ja? Also der mRNA- und Vektorimpfstoff machen nur diese neutralisierenden Antikörper gegen nur dieses Spike-Protein, das genau in diese Zelle reingeht, also ganz, ganz eng gefasst. Dann kann man überlegen, gut, welche Proteine des Virus, also Virus besteht aus mehreren Proteinen, das Spike, das Nukleokapsid, das Matrix, also die wichtigsten, aber auch noch mehrere nicht strukturelle Proteine, wie man sie nennt, welches ist von wichtig oder ist eine bestimmte T-Zell-Antwort gegenüber einem bestimmten Protein wichtiger oder einem bestimmten Antikörper-Antwort? Das heißt, dann versucht man eben, diese Proteine anzureichern und sagen, ich brauche den Rest des Virus nicht, ich brauche nur diese Proteine. Das muss man dann aber auch wissen. Gut, dann gehen halt einige, also ein neuer Impfstoff eben in diese Richtung, dass er bestimmte Proteine nur wählt. Also dieser Novavax-Impfstoff, genau. Der dann aus Zellen gezüchtet und Fliegenzellen oder so und dann extrahiert und dann als Totimpfstoff versetzt wird mit Substanzen, damit er gesehen wird und dann kämpft der Körper gegen dieses Proteine. Da werden Proteine nur gewählt.
Und die andere Stufe ist, dass man ein Totimpfstoff ist. Das heißt, man nimmt wirklich das gesamte Virus, ja, wie es also auch normalerweise uns begegnet, tötet es ab, ja, und präsentiert das. Und dann kann es ja also auch, dann wird es ja auch erkannt von am Anfang, wie ich sagte, den dendritischen Zellen, Makrophagen, wird dann präsentiert den T-Zellen. Das heißt also, die natürliche Infektion wird mehr nachempfunden, ja, auch über die bestimmten Zellen, die aktiviert werden. Und dadurch entsteht auch eine viel breitere Antwort, wahrscheinlich eine T-Zell-Antwort, die viel breiter ist, und eine Antikörper-Antwort auch, aber mehr die T-Zell-Antwort. Ja, also da muss man immer sich fragen, was möchte ich? Ja, welche Strategie ist vielleicht am vielversprechendsten oder führt am ehesten zum Ziel? Oder vielleicht auch abhängig von der Zielgruppe. Ne? Auch das kann man ja sagen. Jetzt haben wir ja, wenn wir den Vektor- und den mRNA-Impfstoff nehmen, die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass wir uns nur auf das Spike-Protein konzentrieren und auch nur auf die Variante, die im Grunde genommen als Wildtyp Wuhan vorhanden war, da die beste Antwort eigentlich erwarten. Und in der Zwischenzeit haben wir eine ganze Reihe von Varianten erfahren. Und selbst der CEO von Moderna sagt ja jetzt, dass er Bedenken hat, dass die momentanen Impfstoffe gegen die Omikron-Variante wirken würden. Das heißt, wir haben jetzt eine Reihe von Antikörpern gebildet, die sich an einem Spike-Protein orientieren, auf das sozusagen das Schloss jetzt nicht mehr passt. Kann man das so sehen? Ja, das kann man so sehen. Das ist eben dann das Problem. Sicherlich wird es noch etwas passen, ja, also nicht vielleicht null sein. Aber das ist bei den Antikörpern eben das Problem, weil die sehr spezifisch eben Schlüssel-Schloss-Prinzip haben, ja, bei den Antikörpern. Und wir haben ja auch eigene von einigen Patienten ja durchaus analysiert und gesehen, dass sie durchaus gegen die Wuhan-Variante oder die Impfvariante durchaus eine gute neutralisierende Aktivität noch haben. Das heißt, das können sie neutralisieren, verhindern, dass es in die Zellen reingeht. Aber bei der Delta-Variante war es ja auf einmal fast auf null abgefallen. Ja, das heißt also, also gerade bei den Vektorimpfstoffen sehen wir das gehäuft. Ja, genau. Da ist nichts mehr mit Neutralisieren. Das heißt, das, was man eigentlich als Ziel hatte mit der Impfung, ist sozusagen null und nichtig geworden. Das heißt also, diejenigen, die im Grunde genommen damit einen guten Impfschutz haben, aber im Bereich der neutralisierenden Antikörper ein Problem und vielleicht auch bei der T-Zell-Antwort sich wirklich nur am Spike-Protein orientieren und noch gar keinen Kontakt zu saisonalen Coronaviren hatten, haben dann sozusagen da auch eine Schwachstelle in ihrer T-Zell-Abwehr. Ja, das sieht man bei diesen Impfstoffen, dass sie die T-Zellen zwar diejenigen aktivieren, die dann wieder Antikörper machen, aber unsere T-Zellen, die dann die Zellen vernichten, wenn ein Virus drin ist, die CD8-T-Zellen, die Killerzellen, dass diese durch die Impfstoffe also wenig aktiviert werden. Aber bei einer Infektion mit SARS-CoV-2, da gibt es sehr schöne Arbeiten drüber, wird hauptsächlich eben die CD8-T-Zell-Antwort also breitem Maße aktiviert. Okay, ich würde an dieser Stelle gerne mal etwas von dem NDR Nordmagazin vom 23.11. 19.30 Uhr einspielen. Und zwar steigen wir hier mal bei der Minute 2 ein, ein Stückchen verrückt, und dann hören wir mal eben, was der Medizinaldirektor sagt. Wie arbeiten Sie mit den anderen Häusern in der Region zusammen? Es soll ja so funktionieren, dass diejenigen, die noch was frei haben, andere aufnehmen sollen. Wie funktioniert das im Raum Neubrandenburg? Ja, erstmal ist das Land ja in 4 Cluster unterteilt. Und wir sind sozusagen Cluster 4. Dazu gehören alle Krankenhäuser im Bereich Mecklenburgische Seenplatte. Und wir sind in enger Abstimmung miteinander. Also wir treffen uns zweimal zu einer Konferenz, also zu einer Telefonschalte, montags und donnerstags, wo die leitenden Ärzte dann gemeinsam uns schildern, welche Sorgen sie haben, wie das Patientenaufkommen ist, wo Probleme sind, Impfstoff zum Beispiel, oder auch müssen Patienten verlegt werden. Und das verfolgen wir dann sehr aufmerksam, um auch keine Überlastung zu schaffen. Aber letztendlich muss man sagen, sind alle Krankenhäuser inzwischen so an der Belastungsgrenze, dass kaum noch Patientenverlegungen möglich sind. Was erwarten Sie für die nächsten Wochen bis zu Weihnachten? Das schlimme Wort von der Triage, macht das bei Ihnen womöglich auch schon die Runde? Also wir sehen halt dieselbe Entwicklung wie im letzten Jahr. Das Problem ist eigentlich eher, dass es auch sehr, sehr viele Geimpfte inzwischen positiv werden. Und diese Geimpften haben auch einen deutlich längeren Krankenhausbehandlungsbedarf, also von der Zeitdauer.
sodass wir davon ausgehen, dass wir deutlich mehr Patienten zu behandeln haben im gleichen Zeitraum als im Vergleich zum Vorjahr, wo wir doch leider eine sehr, sehr hohe Mortalität hatten. Befürchten Sie denn, dass andere Operationen, die abgesagt werden müssen, möglicherweise zu Komplikationen führen, dass da lebensnotwendige Maßnahmen vielleicht gar nicht mehr durchgeführt werden können deswegen? Ich will jetzt mal an dieser Stelle gar nicht weiterhören. Das kann sich ja jeder selber anhören. Der Moderator geht aus meiner Sicht auf einen ganz wesentlichen Satz, den der Direktor dieses Krankenhauses benannt hat, nämlich dass die Geimpften, und zwar zu größerem Maß als zu Zeiten, als es keine Geimpften gab, wo es Todesfälle gab, ja, aber wo die Geimpften jetzt eben auch die Krankenhäuser belegen und zwar deutlich länger dort liegen bleiben, als das noch im letzten Jahr war. Und wir haben ja sind uns ja auch nicht ganz sicher, ob Omikron nicht doch schon ein bisschen länger als letzte Woche in Deutschland ist. Und wir fangen ja erst jetzt an, die entsprechende Sequenzierung zu machen, um herauszufinden, welche Variante sich da gerade verteilt. Wie ist die Impfung mit dem Spike-Protein, also unter Umständen, bei diesem Statement, das war ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, zu sehen? Gut, das ist das eigentlich, was man testen sollte eigentlich, wenn jemand geimpft ist. Ist er ja mit der Wuhan-Variante geimpft, also mit dem Originalstamm. Und weil ja diese Impfung auf die neutralisierenden Antikörper geht, wie stark ist eigentlich die neutralisierende Antikörperantwort überhaupt gegen seine Delta-Variante oder auch Alpha-Variante, die auch noch irgendwie da sind oder Mischungen sind von verschiedenen Quasispezies, heißt das bei den Viren. Das heißt, deswegen ist zu erklären, dass vielleicht dass Geimpfte gar nicht geschützt sind oder vielleicht nur minimal geschützt sind. Also schlechter dran sind oft als Genesene, ja, die eine ganz breite Antwort haben. Genau, da gibt es ja die Erfahrung. Da war ich auch etwas erstaunt. Herr Drosten wurde ja auch mal interviewt. Er sagte, in Südafrika wären hauptsächlich junge Menschen infiziert und zwar mehrfach in Folge. Da habe ich gesagt, irgendwas kann ich jetzt nicht glauben, weil wenn ich eine Infektion durchlebt habe, wenn ich eine entsprechende Antwort abgespeichert habe, wenn ich, wie ja auch andere Studien zeigen, als Genesener 27 Mal seltener mich auch infiziere als Geimpfte, dann habe ich bei dieser Aussage ein riesengroßes Fragezeichen bekommen. Und die Erfahrung wäre ja, dass wir das sekretorische Immunglobulin, also wir haben das Mucin, wir haben die Möglichkeit mit Karagellose-Gel sozusagen den Mucin-Schleim zu verbessern. Wir haben die Möglichkeit mit Cystus incanus einen ähnlichen Schleim zu setzen. Wir haben das sekretorische Immunglobulin A. Wir haben eine hervorragend ausgebildete T-Zell-Immunität, denn derjenige, der genesen ist, hat ja gezeigt, dass er es übersteht, dass er es kann. Und er hat möglicherweise Antikörper oder vielleicht auch nicht, wenn er eben so eine so gute T-Zell-Antwort hat, dass er die gar nicht braucht. Und der Geimpfte hat ja sozusagen diese Ausprägung der sekretorischen Immunglobulin A-Antikörper überhaupt nicht erfahren. Er hat im Moment nur eine spezielle Spike-Protein-Antwort in der T-Zell-Antwort als auch in der neutralisierenden Antikörper-Antwort. Wir haben gerade diskutiert, es gibt unterschiedliche Effektivitäten der neutralisierenden Antikörper mit individuell sehr unterschiedlichen Punkten. Wir haben noch nicht ausgeführt, aber können wir ja vielleicht mal, dass die Impfstoffe Vektorimpfstoff und mRNA-Impfstoff ja dazu führen, dass eine Körperzelle selber an ihrer Oberfläche das Spike-Protein produzieren oder exprimieren muss, also aufzeigen muss. Und dann muss ja diese körpereigene Zelle angegriffen werden von dem Immunsystem und muss dann ja anschließend in den Selbstmord oder Tod gehen durch diesen märtyrerhaften Prozess an seiner Oberfläche, das Spike-Protein zu produzieren. Und der Totimpfstoff, wie er von dem Ganzvirus beschrieben wird, wie wir es ja in unserem Video im Frühjahr auch schon mit dem chinesischen Wirkstoff sehr gut beschrieben haben, führt ja auch in nachgewiesenen Studien zu einer T-Zell-Antwort im Bereich des Matrix-Membranproteins und des Nukleokapsid-Proteins und hat damit ja eine deutlich breitere. Aber hier, und das möchte ich gerne, dass Sie das noch mal ein bisschen für die Zuhörer aufbröseln, ist es ja nicht so, dass das Immunsystem die körpereigenen Zellen angreift, sondern es setzt sich ja explizit mit dem Impfstoff auseinander. Oder wie ist das?
Bei dem also Totimpfstoff. Ja, der Totimpfstoff, gut, das ist ein Punkt, das ist natürlich ein Proteinmischung oder Virusbestandteile, die natürlich nicht mehr eine Zelle infizieren können. Totimpfstoff halt, gegenüber Lebendimpfstoffe, die es ja früher auch mal gab, weil die natürlich ja besser infizieren, aber die Totimpfstoffe machen das nicht mehr. So, jetzt muss natürlich der Körper merken, dass da irgendetwas ist, ja. Und wenn sie einfach nur ein paar Proteine da reintun, dann sagt er, schön und gut, aber was soll das, ja? Also er kümmert sich nicht darum. Und deswegen brauchen natürlich diese Impfstoff bestimmte Impfverstärker. Das ist notwendig. Das heißt, das erste Signal, was wir vorhin sagten, wenn man natürlich Infektion hat, wird eine Epithelzelle infiziert und die sagt, ich brauche Signale, ich sende Signale aus, Botenstoffe aus, ja, damit etwas nicht stimmt. Das ist ja bei einem Totimpfstoff nicht. Das heißt, ich muss ja diese Botenstoffe durch irgendein anderes Signal induzieren und dann erkennen natürlich die Zellen, die identischen Zellen, oder ist ja Protein, was ich gar nicht, was fremd ist, und fangen dann an, das zu präsentieren und dann die Antwort in den T-Zellen zu präsentieren. Aber man braucht diesen Kick, zu sagen, da ist überhaupt etwas Fremdes, ja. So. Jetzt fragen ja die Patienten ganz häufig, was ist denn das, was den Totimpfstoff für das Immunsystem sichtbar macht? Ist das denn wirklich so gefährlich? Viele haben Bedenken wegen dieser Zusatzstoffe, dieses Aluminium-Kaliumsulfat oder dieses Nukleotid, was ja auch im Bereich der Hepatitis-Impfstoffe ja bereits in der Anwendung ist. Ist das, ja, oder wie würden Sie das sozusagen vom Risikopotenzial her beurteilen und was haben wir als Vergleichsgruppe, um das zu relativieren? Gut, einmal ist natürlich das Aluminium, ja, das wissen wir, aber Aluminium haben wir überall. Wir haben, wenn wir unsere Grillschalen, ja, mit saurem Gemüse haben, da haben wir mehr, nehmen wir auch enorm viel Aluminium auf. Ich will ja gar nicht von dem Deo-Spray jetzt sprechen. Das heißt also, natürlich nimmt man da Aluminium auf, aber ich denke, das haben wir ja in vielen Impfstoffen gehabt und das Risiko lässt sich minimieren. Und wenn man auch hinterher dann etwas tut, dass das Aluminium halt wieder rauskommt aus dem Körper oder eben auch, dass nicht durch andere Quellen der Umwelt das noch vermehrt, verstärkt wird. Ja, wenn wir gucken, wo Aluminium überhaupt drin ist. Also das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt ja von der täglichen, vor allen Dingen wöchentlichen Aufnahme von Aluminium, dem wir uns fast schon gar nicht mehr entziehen können. Und ich glaube, dass in diesem Gesamtkonzept das bisschen Aluminium, was jetzt in dieser Einmalspritze oder bei Totimpfstoffen muss man ja dreimal impfen, also in diesen dreimaligen Impfungen drin ist, da drin eigentlich verschwindet. Man muss das Gesamt sehen und da muss man halt sehen, dass man halt von anderer Quelle in Seiten eben nicht mehr so viel aufnimmt. Ne? Das ist richtig. Das CPG, also sozusagen das Dinukleotid, das ist... ja, das ist also ein Stoff, mit dem wir auch früher ich selbst gearbeitet habe. Und was ist das? Ja, das ist ein Stückchen DNA, aber hat nichts mit Gentherapie zu tun, wirklich nicht. Das ist einfach nur ein kleines Molekül. Aber dieses Stückchen ist anders als in unseren Zellen. Ja, und wenn das auftaucht, erkennt der Körper sofort, da ist ein Bakterium. Ja. So, und deswegen haben unsere Zellen auf unserer Oberfläche haben Rezeptoren genau für dieses. Die nennen sich Toll-like-Rezeptoren. Und hier ist besonders Toll-like-Rezeptor 9. Das heißt, wenn ich das zugebe, erkennt die Zelle sofort, da ist Gefahr und ist aktiviert. Und dann kann sie natürlich auch den dargebotenen Totimpfstoff dann verwenden und die Antwort induzieren. Ja? Und das bisschen, das macht nichts. Also davon werden wir nicht krank. Das heißt, das führt also genau so zu einer Impfnebenwirkung. Das heißt, der Arm kann wehtun, ich kann auch leicht grippale Infekte bekommen. Aber der Körper beschäftigt sich also so lange mit dem Impfstoff, bis er weg ist. Aber dieser Impfstoff infiziert keine körpereigenen Zellen und macht dort eben keine Nebenwirkungen in dem Sinne. Aber auch dieser Impfstoff könnte ja, sagen wir mal, innerhalb der Milz oder auch im Bereich der Makrophagen gewisse Aktivierungen haben, die auch im Hinblick auf die Thrombozyten eine Auswirkung haben. Das kann ich jetzt im Detail nicht so sagen. Natürlich ist alles nicht immer ausgeschlossen. Aber es soll ja dir natürlich aktiviert ist, die Makrophagen, damit die es auch wieder darstellen, den T-Zellen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das jetzt ein besonderes Problem ist. Ist das vergleichbar mit dem Grippeimpfstoff? Ja. Und dieses Dinukleotid, das ja in diesen Hepatitis-Impfungen schon zur Anwendung kam, ist das auch zurzeit noch so bei den Impfungen, die zum Beispiel ja jedes Kind wird der Hepatitis B geimpft. Ist das so eine Vergleichsgruppe, die wir nutzen können? Könnte man machen, ja.
Also kann man sagen, die Nebenwirkungen, die wir da erwarten, die haben wir seit 20 Jahren im Ja. Blick. Ja. Jetzt haben wir das ja mit dem Totimpfstoff, mit dem Ganz-Virus-Totimpfstoff und auch mit dem Protein-Impfstoff ganz gut erklärt. Und jetzt sollten wir aber vielleicht nochmal auf das, was wir ja immer so als bekannt voraussetzen, zurückkommen, um das jetzt also in diesem Kontext auch nochmal zu formulieren. Was macht jetzt der mRNA und der Vektor-Impfstoff anders? Ja, die gehen eine ganz andere Strategie. Das heißt, da ist nicht das Protein noch nicht fertig, wie bei dem Protein-Impfstoff, wo man vielleicht nur bestimmte Teile nimmt oder den gesamten Totimpfstoff, sondern hier hat man eine Messenger-RNA, sozusagen eine Information, die in der Zelle erst umgewandelt wird in das Spike-Protein, in das Protein. Gut, was ist bei diesem Weg? Das heißt, man packt diese mRNA erst in eine bestimmte Lipide, das muss man machen, eine Hülle, damit es stabil bleibt. Weil wenn wir die mRNA so in den Körper geben würden, würden sie sofort degradiert werden. Das heißt, sie geht dann damit, und die Lipide haben die Möglichkeit, in jede Zelle reinzugehen. Also sie brauchen keinen Rezeptor. Das heißt aber, der Impfstoff hat aber auch die Möglichkeit, die mRNA-Impfstoff in jede Zelle hineinzugehen. So, Also auch ins wenn Hirn wir zum Beispiel. also in jede Zelle kann es reingehen. Dann, wenn es in der Zelle drin ist, ist es extra so ein bisschen verändert, dass es sozusagen umgewandelt wird in ein Protein, also das Spike-Protein, das möchte man ja haben dagegen, also das Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein wird dann auf der Oberfläche der Zelle präsentiert. Ist aber so gemacht, dass es nicht jetzt Spike-Protein jetzt nicht rumschwimmt im Körper, sondern auf der Oberfläche erstmal verankert bleibt. Ja. So, damit ist er jetzt aber ein Angriffspunkt für auch unsere T-Zellen, für jede Menge T-Zellen. Also toxische T-Zellen, die dann die Zelle zerstören, also richtig kaputt machen, aber auch für andere Zellen, die dann anfangen, Antikörper zu bilden. Ne, das, was wir dann halt sehen. Das heißt also, das ist der Mechanismus, ist dann ein etwas anderer. Und der bleibt dann ganz gezielt auf dieses präsentierte Spike-Protein oder können Antikörper auch breiter gucken und das nächste Histokompatibilitätsantigen, was daneben ist, mit erfassen? Ne, die können ziemlich eng nur erfassen. Also ein bisschen, also das ist ein bisschen, aber es ist sehr, sehr eng. Okay. Und bei dem Vektorimpfstoff? Das ist so ähnliches, nur einfach, dass die Information für das Spike-Protein jetzt nicht als mRNA, Messenger-RNA da ist, sondern in Form von DNA in einen Virus eingebaut ist. Ein Virus, was also für uns jetzt harmlos ist. Und dann wird diese Information abgebaut und dann auch das Protein gemacht. Aber so ähnlich, ja, das kann man ungefähr vergleichen. Die Messenger-RNA in dem mRNA-Impfstoff ist quasi zur sofortigen Verarbeitung bereit Ja. und im Vektor-Impfstoff ist noch ein Arbeitsschritt dazwischen Ja, und ist noch das dazwischen. folgt dann ein bisschen verzögert. Ja. Und bei dem mRNA-Impfstoff ist es ja so, wenn jetzt die Menge abgearbeitet ist, zum Beispiel in BioNTech sind ja 30 Mikrogramm, im Moderna sind 100 Mikrogramm, Kinder sollen 5 Mikrogramm kriegen, Jugendliche 10 Mikrogramm. Wenn also diese Menge abgearbeitet ist, dann ist sozusagen der Prozess auch abgeschlossen. Ja, ich habe nicht ganz genau die Information bekommen. Es ist natürlich irgendwann abgeschlossen. Es bleibt nicht ewig da, aber es kann ja immer wieder umgeschrieben werden, abgeschrieben werden als Protein. Es ist nicht so, dass es verbraucht ist. Ja, also Sie können es immer wieder als Matrize nehmen. Das Nach mRNA oder das mRNA. Vektorimpfstoff? Auch den mRNA. Auch den mRNA. Aha, das heißt also, in unterschiedlicher Art und Weise kann der Immunprozess, der durch die Impfung gesetzt wird, unterschiedlich lange aktiv bleiben. Genau, also da gibt es natürlich Angaben von BioNTech, wie lange es ist. Sie wird natürlich dann irgendwann abgebaut, ist es richtig, aber nicht unbedingt sofort. Ah ja. Bei dem Vektorimpfstoff, da werden ja die Informationen zunächst in den Zellkern transferiert, übertragen und werden dann von da aus abgelesen. Wie stellen wir uns das vor? Ja, das ist richtig so, als wenn wir unsere Gene auch ablesen müssten. Ja, dann wird die mRNA eben dann im Zytosol umgewandelt. Also da brauchen wir erstmal den Schritt von DNA in RNA. Ja, Und also ist immer der Schritt DNA, RNA, Protein. diese Zelle würde oder dieser Immunprozess würde auch erst dann enden, wenn eine zytotoxische Zelle diese Zelle sozusagen in den Zelltod schickt. Oder gehen die vorher eventuell auch in eine Schlafposition und können später einfach nochmal reaktiviert werden? Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Man denkt im Moment, dass es dann nicht reaktiviert wird, dass es dann auch wirklich in Apoptose geht.
Okay, jetzt geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Impfzwang. Und in Österreich ist das ja schon beschlossen, dass das also im Februar greifen soll. In Deutschland wird es ja heiß diskutiert für unterschiedliche Gruppen. Es geht ja auch den Druck auf die Kinder. Darüber haben wir ja auch schon in den verschiedenen Videos mal diskutiert. Es gibt ja auch den Professor Rüdiger von Kries, der ja im Brennpunkt, ARD Brennpunkt letzte Woche zu Wort kam, ganz kurz, und es einfach als Nicht-Besiedler der Intensivstation, weder die Kinder noch die 18-Jährigen, das hat er nicht gesagt, aber das zeigt die Statistik. Aber bei den Kindern hat er sich eindeutig geäußert, hat es für unanständig bezeichnet, diese zu impfen. Weil sie keine Risikogruppe sind und weil sie im Grunde genommen, so schätze ich seine, er ist ja STIKO-Vertreter, seine Einschätzung eher von den Nebenwirkungen betroffen sein könnten. Und für die Intensivstationen beschrieb er im Wesentlichen die, also eher nicht, aber beschreiben die Intensivmediziner, dass es dort eben häufig die über 60-Jährigen sind mit den Komorbiditäten, also quasi die, die also von Haus aus eh schon zu einer Risikogruppe gehören. Da wäre es ja vielleicht zu überlegen, dass wenn man beschließt, bei solchen Risikogruppen macht es Sinn zu impfen, dass man wirklich einen Nutzen hätte. Wenn jetzt allerdings durch die Bank weg und unter Würdigung dieses aus dem Nähkästchen plaudern, was wir ja gerade von dem Krankenhausdirektor gehört haben, die Geimpften genauso in die Krankenhäuser strömen wie die Ungeimpften und dass auch die Liegezeiten der Geimpften deutlich länger werden als im letzten Winter, als wir noch gar keine Geimpften hatten, wohl aber auch mit höherer Sterberate, das wollen wir ja nicht jetzt vermeiden. Also das Abmildern des Krankheitsverlaufes steht ja durchaus im Ziel und wird ja wohl auch in gewissen Bereichen erreicht. Sehe ich da zumindest wissenschaftlich, gemessen an dem, was wir jetzt heute diskutiert haben, unter Abwägung der Verhältnismäßigkeit, das ist ja das, was die Verfassungsrechtler auch immer sagen, es muss also das Ziel und der Zweck, den wir verfolgen, mit der Maßnahme, die wir ergreifen, auch wirklich erreicht werden. Und es muss alternativlos sein. Also dürfen anders da nicht hinkommen. Das gilt, denke ich mal, in Österreich auch so. Und in Österreich hat man heute die Impfschutzverordnung geändert und hat eben reingeschrieben, dass also der Nachweis eines Antikörpers oder wahrscheinlich auch einer T-Zell-Immunität vergleichbar ist mit dem Nachweis anderer Immunverbesserungen wie Impfung oder PCR-Nachweis. Wie würden Sie aus wissenschaftlicher Sicht diese doch eher politisch angehauchte Entscheidung betrachten? Gut, aus der Politik möchte ich mich etwas heraushalten, aber sehen wir mal, was haben wir für eine Bevölkerung? Wir haben sicherlich einmal die sehr Gefährdeten, die jetzt natürlich geimpft wurden, klar. Wir haben die große Gruppe, ja, große Gruppe, wie auch immer, die Ungeimpften. Aber von den Ungeimpften sind ja nicht alle schutzlos. Es ist ja auch ein großer Teil, die durchaus schon vielleicht die Infektion mitgemacht haben, einfach symptomlos, weil sie auch ein gutes Immunsystem haben, vielleicht die T-Zellen sofort da waren. Und ein Teil vielleicht, die auch einfach so gesund sind. Also die Ungeimpften sind ja nicht alle schutzlos. Wenn man jetzt sagt, die Impfung soll eine bestimmte Immunität hervorrufen, man muss dann vielleicht nach alle 3 Monate boostern, weil die Antikörper sehr schnell weggehen. Das heißt, ich sage, diese neutralisierenden Antikörper haben einen Schutz, dass das Virus eben nicht in die Zellen reinkam. Das ist ja zweifelsfrei dann so, aber dann muss ich eben, wie gesagt, alle 3 Monate boostern, damit das dann auch da ist, damit ich diese Immunität dagegen habe. Dann muss man sich natürlich fragen, wie kriegt man denn noch diese Immunität? Und die kriegt man natürlich durch eine natürliche Infektion. Ja? Und die kann man dann ja nachweisen, indem man nachweist, ja, sind Antikörper da? Dann hat man ja auch Memory-T-Zellen, Memory-B-Zellen, die ja auch im Knochenmark überdauern und hier jederzeit wieder neue Antikörper machen können, wenn das Virus wiederkommt. Und wir haben natürlich auch die, besonders bei Coronaviren, die wichtige Rolle der T-Zellen, die ja noch viel wichtiger ist. Ja, wenn ich also SARS-CoV-2-spezifische T-Zellen nachweisen kann, habe ich eine Immunität gegenüber dem SARS-CoV-2.
Sicherlich kann ich noch mal einen Schnupfen bekommen, das ist zweifelsfrei. Ja, das bekomme ich auch bei der Impfung. Ja, also ich will nachweisen oder Gleichwertigkeit haben zu einem Schutz durch eine Impfung. Und diesen Schutz kann ich auch bekommen durch eine natürliche Infektion, der sogar noch besser ist, das zeigen die ganzen Arbeiten inzwischen. Ja, das ist aber doch jetzt keine neue wissenschaftliche Betrachtungsweise. Das ist doch für alle Impfungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, oder auch wenn es darum geht, früher haben wir ja die Kindererkrankungen, als es die Impfung noch nicht gab, durchlebt, gelten wir doch auch als immun gegenüber Masern, Mumps, Röteln, Windpocken und Polio, war ja erst Schluckimpfung und dann eben IPV-Impfung. Das ist doch vergleichbar oder gibt es da einen Unterschied? Nein, das ist klassisches immunologisches Wissen, Basiswissen. Jetzt gilt ja, ein bisschen politisch möchte ich jetzt doch sein, und zwar gesellschaftspolitisch. Jetzt gilt es ja so, dass durch viele, und das berichten meine Patienten auch, Familien, Nachbarschaften, Freunde, Vereinsgemeinschaften ein Riss geht. Es gibt die Gruppe der Geimpften, Genesenen und Ungeimpften. Und selbst wenn der Genesene, der ja nun nachgewiesen hat, dass er wirklich eine tolle Immunität hat, keinen erneuten Impfnachweis bringt, was ja politisch eingefordert wird, das wird ja nicht von uns Ärzten eingefordert, dann wird er geoutet. Dann wird er als nicht solidarisch betrachtet. Und es wurde ja auch lange Zeit damit geworben. Selbst Professor Kikulé hat ja bei Herrn Lanz das ganz gut beschrieben. Und auch auf der Seite des Robert-Koch-Institutes hat man ja eine Studie zitiert und per Klick öffnet sich die ja auch, dass man sich nicht mehr sicher ist, ob Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedlich Viren auf ihrer Schleimhaut produzieren, auch freigeben, und will sich dazu nicht mehr äußern. Damals ging es ja darum, die Ungeimpften sind die Gefährlichen. Das sind die, die dürfen ja auch jetzt bei 2G-Regelung, die dürfen ja nirgendwo rein, weil wenn die getestet sind, also bei uns ist es ja so in der Praxis, alle sind getestet, ob geimpft oder ungeimpft. Und damit haben wir FFP2-Maske, haben wir also den größten Nachweis jeden Tag neu, dass kein Infizierter oder mit einem nachweisbaren Menge Infizierter die Räumlichkeiten betritt. Aber wenn jetzt Getestete zusammenkommen, dann müssten doch aus wissenschaftlicher Sicht von der Risikobewertung, egal ob ich jetzt jemand anderen anstecken könnte oder nicht, alle gleichwertig sein, oder? Habe ich dann Gedankenfehler? Nein, Sie haben, also aus meiner Sicht haben Sie keinen Gedankenfehler, und ich stehe doch immer fassungslos davor und ich verstehe es nicht. Gut. Das Unverständnis habe ich auch, und das ist das, was meine Patienten, die mich da befragen, auch haben. Und in Covid veritas est, quod erat demonstrandum. Es muss also nicht immer Wein sein, um zu sehen, welch Geistes-, Kind- und Charaktereigenschaft das Gegenüber hat. Hoffentlich vertragen wir uns alle wieder. Gibt es noch eine wichtige Information, die Sie mit auf den Weg geben möchten? Bleiben Sie gesund. Das wünsche ich uns allen, und werden wir, wenn wir erkranken, schnell wieder gesund. Genau. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, ein heikles Thema. Wir haben es versucht, wenig emotional und nüchtern und an Fakten basiert Ihnen zu vermitteln. Und ich hoffe, dass auch Entscheidungsträger mithören und mitvergleichen und dass Sie die Verlinkung, die wir einbringen, auf unsere Äußerungen aus den Videos im Frühjahr diesen Jahres, also nicht, dass Sie denken, wir sind hier jetzt post-covitale Klugscheißer, sondern dass wir einfach auf der Basis des wissenschaftlichen Grundlagenwissens schon im Frühjahr, also begonnen am 23.12.20 bis auf den 6.2.21 und auch im März diesen Jahres, diese Dinge, die wir hier heute noch einmal wiederholt haben und die wir in den Videos der letzten beiden Wochen, also von jetzt 2. Dezember aus zurückgerechnet, auch anhand von Laborergebnissen Ihnen präsentiert haben, eigentlich nichts von diesen Worten zurücknehmen müssen, weil sich die Real-Life-Daten genau an diese Grundlagenergebnisse halten.
Und auch wenn die großen Wissenschaftler sich entschuldigen, dass sie die Lage falsch eingeschätzt haben, jeder kann ja mal einen Fehler machen, muss man aber auch die Einsicht haben, dass man jetzt auf dieser Basis Entscheidungen trifft. Wäre mein Wunsch für Weihnachten. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen und dann gibt es ein neues Thema. Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Schönen Abend. Schönen Abend.